Ja, genau, das ist das Problem. Also wir werden natürlich immer wieder dann auch so ein bisschen ja, kritisiert, ja, dass es heißt, naja, ihr dürft jetzt da nicht Bernhard großartig, ich meine, ihr kennt sich ja gar nicht aus, ihr seid zu blöd, so ungefähr. Das ist so das Typische, was macht so eine Landgemeinde mit Bernhard? Das kommt immer wieder, diese Frage. Und darum haben wir natürlich auch dann wirklich gesagt, okay, wenn wir etwas machen, dann nur mit wirklich anerkannten Bernhard-Experten, damit man das auch, damit uns eben niemand genau diesen Vorwurf machen kann, ja.